Ja, moin zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric und neben mir sitzt mein Sohn Luca. Der ist jetzt 16. Ja, hallo. Wird bald 17, in 6 Wochen ungefähr, und macht Führerschein mit 17. Natürlich auf dem E-Auto. Und wir sind hier auf dem Verkehrsübungsplatz. Sein erstes Mal im Auto überhaupt. Also der hat noch nie vorher Auto gefahren. Er hatte mal hinten gesessen oder höchstens im Beifahrersitz. Jetzt sitzt er vorne. Und das ist ein Verkehrsübungsplatz vom ADAC. Hier darf man fahren und üben. Und das wird lustig. Ich bin mega gespannt, wie er sich anstellt. Also dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, und ich muss ihm natürlich jetzt alles erklären, weil er hat natürlich vorher noch nie im Auto gesessen, also zumindest nicht als Fahrer und geschweige denn im Tesla Model Y. Ich muss erstmal hier auf lässig stellen, nicht, dass der Junge hier einfach mal Gas gibt. So, und dann ist ja die Frage, er fährt natürlich hier Elektroauto und das ist ganz gut, weil die Fahrschule, die wir ausgesucht haben, die schult tatsächlich auch auf Elektroautos. Also die haben, glaube ich, Model 3 und ID 4, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht haben sie noch ein paar andere. Also von daher, wenn er Model 3 fährt, dann kennt er sich dann mit der Bedienung gleich aus. Von daher erkläre ich ihm erstmal alles, wie man hier fährt. Das ist ja ein bisschen anders als bei anderen Autos. So, Gasbremse kennst du. Na? Alles klar. Dann würde ich sagen, Einweisung hat stattgefunden. Vor uns versucht noch einer einzuparken. Das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt ist es eine 90-Grad-Kurve. Lenken, Luca, ganz scharf lenken. Weiter, weiter, weiter lenken, weiter lenken. Genau. So, was ist das für ein Schild? Vorfahrt, ja, ja. Okay, jetzt fahren wir, würde ich sagen, rechts. Okay. Du musst bis zur gestrichelten Linie ranfahren. So ungefähr, so. Jetzt kannst du gucken, links, rechts gucken. Rechts blinken, Luca. Und go. Okay, hier ist eine Ampel, die ist aber außer Betrieb. Also der Blinker geht von alleine aus, ne? Musst du nicht anfassen. Also wo fahren wir entlang? Rechts, links? Wir fahren mal geradeaus. Okay. Bis zur gestrichelten Linie ranfahren, Luca. Ja, ja. Nicht da, wo das Schild ist. Da, wo die gestrichelte Linie ist. So, stopp. Links, rechts gucken. Langsamer. Vorsicht, Schlagloch. Bisschen mehr nach links lenken, Luca, nicht ins Schlagloch rein. Alles gut. Parken wir hier, was machen wir? Nein, weiter geradeaus fahren. Okay. Und jetzt fahren wir links. Du fährst ein bisschen zu weit rechts, Luca. Du fährst fast auf dem Seitenstreifen. So, nach links fahren, blinken, links lenken. Weiter, weiter, weiter. Und Gas geben. So, wir dürfen hier 30 fahren. Das ist ein 30er-Schild. Dann fahr mal 30. Wir wollen auch kein Verkehrshindernis sein, Luca. So, hier ist eine scharfe Kurve. Ah, du musst aber nicht Schrittgeschwindigkeit. Ja, okay, halten, es ist mein erstes Mal. Jetzt beruhig dich. Du musst erst mal ein Fahrgefühl kriegen. Du fährst zu weit rechts, Luca. Du okay. Bist fast schon auf dem Seitenstreifen. Siehst du da, wo die Reifenspuren sind? Das haben schon mehrere gemacht. Ja, das ist problematisch, ich sehe es. Wenn es geht, musst du so mittig in der Spur fahren. Das ja, schon klar. Ich habe das gelernt im Fahrsimulator. Da war so ein Punkt, wo ich am besten... Ach so, ich bin nicht angeschnallt. Okay, einmal kurz anhalten, rechts blinken. Halt hier an. Stoppen. Hier. So, jetzt bist du am Straßenrand. Das ist jetzt egal. So, jetzt also ganz großer Fauxpas, er war nicht angeschnallt. Halt, stopp, so geht das nicht. Wenn du jetzt weiterfährst. Links blinken, nach links gucken, über die Schulter, in Spiegel, auch nach hinten gucken, dass keiner kommt. Hier ist niemand. Und über die Schulter gucken, richtig visuell. So. Schulterblick habe ich. Und jetzt weiter, jetzt kannst du los. Ja, ich muss den übrigens ganz durchdrücken und dann blinkt er durch anscheinend. Ja, das gefällt mir, das macht Spaß. Ja, ich sag ja, Autofahren macht Spaß, Luca. Vor allem mit so einem schönen Wagen, der so eine... Ja, ich habe aber auf lässig gestellt. Ja, ich weiß, und das ist trotzdem schnell. Also. So, jetzt biegen wir wieder links ab, rechts ab, meine ich, rechts an der Vorfahrtstraße. Ja, alles gut. Weiter. So, jetzt. Wie schlage ich mich? Ja, bis jetzt sind wir noch nicht von der Straße abgekommen. Das ist doch gut. Hier ist ein Hütchen, nicht umnieten. Alles gut, mache ich nicht. Jetzt könntest du ein bisschen, obwohl hier ist eine scharfe Kurve, noch nicht so schnell fahren. Lenken. Lenken, mehr lenken. Ich lenk doch. Okay. So, Kreisverkehr. Ja, aber die haben Vorfahrt. So, jetzt kannst du in den Kreisverkehr einfahren. Jetzt fahren wir weiter. Zweite Ausfahrt, also diese hier, rechts blinken und rausfahren.
So, und jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas, Luca. Jetzt fahren wir mal die 30, die man hier fahren darf. Kommt niemand. Kommt niemand. Und rechts. Lenker, musst du mehr lenken, alles klar. Oh, nicht so viel. Links. So, ja, das war schon das erste Mal, dass wir von der Straße abgekommen sind. Okay, geradeaus, rechts. Geradeaus, geradeaus. Was okay. heißt das Schild? Das heißt, dass wir in dieser Kreuzung Vorfahrt haben. Genau. Dann brauchst du also nicht halten. Ja, ja, ich guck doch nur das Aber Schild trotzdem an. Gucken. Hinter uns ist jemand, aber ja, theoretisch. Theoretisch genau. wäre hinter uns jemand. Und dann hupen die alle, oh Luca, du bist auf der Gegenfahrbahn. Das ist ich ganz schlecht. Ich merke das. Vorsicht, Schild. So, weiterfahren bis zur gestrichelten Linie. Rechts, links, geradeaus. Rechts fahren. Kommt keiner. Ja. Und los. Ja, wenn man noch nie gefahren hat, dann ist das gar nicht so einfach. Hier sind Hütchen, pass das auf. Das stimmt. Und wir fahren über die Kreuzung geradeaus. Bis zur Haltelinie ranfahren. Ja, ich bin bei der Haltelinie. Gucken. Hier ist und jemand. Los. Hier ist jemand. Also, das Vorfahrt-Achten-Schild heißt ja nicht, dass man anhalten muss, sondern man muss nur langsam an die Kreuzung ranfahren, schauen, ob Verkehr kommt und dann kann man weiterfahren. Okay. Anders als ein Stoppschild. So, wir fahren links. Okay, in Kreisverkehr rein. Und dann gleich rechts, erste Ausfahrt. Okay, jetzt lass den mal vor. Ich weiß, Vorfahrtstraße. Okay. Und jetzt aber, komm, Gas. Erste Ausfahrt. Erste Ausfahrt. Und geradeaus hier. Das läuft doch gut bis jetzt. Ist zu weit rechts, ne? Ja, das ging aber, das war gut. Das ging noch, okay. Ja, fahr mal weiter. Ja, das ist ja gut. Ja, wie gesagt, es kommt mir so vor, als wäre ich meilenweit über dem Streifen, über dem Mittelstreifen. Ja, das war gerade ein bisschen zu schnell übrigens. Wieso? Ach, die ist doch 30 ja, erlaubt. Ja, 33 habe ich gefahren. Vorsicht, da ist ein Poller. So, das geht doch schon viel besser. Guck mal, kaum 10 Minuten gefahren, schon kannst du es. Ja, ist viel zu easy. Ja, mit so einem Model Y ist ja auch nicht so schwierig. Nicht so weit rechts, Luca. Du fährst wieder ein bisschen zu weit rechts. Ja, ja, ist gut. So, stopp, jetzt fahr mal links. Links und los, links. Einschlagen. Ich habe gerade eben, als ich die erste Ausfahrt genommen habe, gar nicht geblinkt, fällt mir auf. Ja, das ist schon durchgefallen. Ja, du hast es auch nicht bemerkt. Ich bin doch kein Fahrlehrer. Ja. Mir ist das doch egal, wie du fährst. Du agierst hier als Fahrlehrer. Ich habe hier keine Ausbildung, ich bin Amateur. Okay. Ich bin nur Praktiker. Wo fahren wir hin? Zu weit rechts. Jetzt rechts, Luca. Rechts. Geradeaus ist der Ausgang. Ganz scharf einlenken, ganz scharf einlenken. Nicht, dass du wieder auf die Gegenfahrbahn kommst. Okay, geradeaus. Wollen wir auf den Parkplatz oder fahren wir? Nein, das machen wir. Parken, einparken ist die fortschrittliche Variante. Yeah, erstmal den Wagen gerade auf der Straße halten. Das ist das Wichtigste. Kann ich doch, mache ich doch gerade die ganze Zeit. So, jetzt fahr mal rechts. Da war ich noch nie. Ja, war ich auch noch nie. 30% Steigung. Was hier alles gibt. Oh, anfahren am Berg. Naja, nichts leichter als das mit dem Tesla. Aber wenn du jetzt eine Kupplung hättest und schalten müsstest. Ja, dann würde ich ihn abwürgen. Vorsicht, aber hier sind Leitplanken. Das ist ganz böse. Da kriege ich Schweißausbrüche. Ich glaube, ich würde den Wagen abwürgen. Wer hätte ich hier einen Verbrenner? Gott. Links. Stop. Links. Los geht's. Wir haben Vorfahrt. Ich weiß. Ich fahre nur langsam, weil mir das nicht geheuer ist alles hier. Und die anderen wissen... Nicht wieder auf Seitenstreifen. Ja, die anderen wissen es vielleicht nicht, dass ich hier dass ich so, hier pack Vorfahrt mal hier. Habe. Okay. Du hast nicht geblinkt. Ja, ja, ich weiß. Durchgefallen. Ja, ich nicht weiß. Auf den Seitenstreifen, bitte. Danke. So. Hat doch perfekt geklappt. So, so und mal parken. Nee, parken ist reindrücken. So. Ja, ich weiß, ich habe es nicht richtig reingedrückt. Reindrücken. So. Ach, rein, ach hier, okay. Reindrücken. So, Blinker muss einmal ausschalten. So, und jetzt fahren wir mal 2 Meter rückwärts. Oh Gott. Nach oben drücken. Nee, das ist eher ein richtig reindrücken. So. Jetzt siehst du auf der Kamera, das ist hier sehr praktisch. Versuch mal gerade rückwärts zu fahren. Dass wir nicht auf den Seitenstreifen kommen. Also in diese Richtung lenken, genau. Ich weiß, mache ich gerade. Langsamer bis zur Strichlinie hier. Weiter, 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 weiter. Stopp. Alles klar. Gut, jetzt fahren wir weiter. Totwinkelassistent ist auch sehr gut da. Geil. Hat nicht jedes Auto. Tesla ist super. Rechts? Hier ist nur der Parkplatz. Nee, fahr mal geradeaus. Okay.
Rechts, rechts, rechts. Jawohl. Vorsicht, nicht auf den Seitenstreifen. Schaffe ich. Aber es ist immer witzig, wenn man diese Reifenspuren sieht. Ja, das machen natürlich alle. Die fahren alle zu weit rechts hier. Vor allem da, es ist ja völlig aufgewühlt, da ist einer stecken geblieben. Ja, du sitzt halt hier und du denkst halt von hier aus, du sitzt halt normalerweise immer auf dem Beifahrer. Guck mal, wie der fährt. Ja, der fährt auf den Seitenstreifen. Also, da ist es ja, meine Fahrkünste sind ja noch exquisit. Das war jetzt ein wenig zu weit rechts. Ja, 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 ich leise. Jetzt fahren wir rechts. Okay. Einbahnstraße. Durchgefallen, Einbahnstraße. Genau, hier ist Einbahnstraße. Ja, du hast mir gesagt. Also ja, ich habe das nur gesagt, um dich zu testen, Luca. Langsam. Schön. Ja, du bist wieder auf der falschen Fahrspur, Luca. Ja, ich merk's. Lenkrad mehr einschlagen. Guck mal, wir fahren jetzt fast 30. Jetzt fahren wir 30. Ja, ich fahre die ganze Zeit 30. Hab ich auch nicht gemerkt. Okay. Guck mal, wie der fährt. Der fährt viel zu weit weg. Viel schlechter. Rechts hier. Also geradeaus, geradeaus. Ja, ja, schon klar. Ja, mittlerweile habe ich das, glaube ich. 90 Grad Kurve, sag niemals, ich hab's. Siehst du? Ja, 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 das war zu schnell, deswegen. Ja, du hast nicht schnell genug gelenkt. Ja, das auch. Anfahren am Berg, da lachen wir drüber. Ja, als Elektroauto, da fährt man einfach. Druck aufs Gas. Genau. Weißt ja, wofür Gas steht, ne? Gas. Nee, Generator Adapted System. Ja, das Problem ist, wenn du jemals Schaltwagen fahren musst, dann, ja, dann ist das ganz anders. Du kannst theoretisch nur auf Elektro schulen, dann darfst du zwar keine Schaltwagen fahren, aber fährst du wahrscheinlich eh nicht. Und wenn du Glück hast, kannst du sogar auf dem Model 3 üben oder fahren, dann ist das genau wie hier im Model Y. Wir müssen immer noch einmal einparken, das würde ich gerne jetzt machen. Ja gut, dann fährst du jetzt zum nächsten Parkplatz. Welchen nehmen wir? Geradeaus? Ja, geradeaus ist zu einfach. Ja, fahr mal geradeaus und dann fährst du rückwärts. Genau, geradeaus erstmal. So, das ist die gute Parklücke. Und jetzt fährst du rückwärts hier rein und jetzt filme ich mal, wie du das machst. Ich steig mal aus. Okay. Ja, das ist zu wenig eingeschlagen. Oh, 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 oh. Das Hütchen. Ja, die Parklücke wollte ich eigentlich gar nicht. Mit Gefühl. Ganz schön zügig, der junge Mann. Hat doch gut geklappt. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Nee, die können hier alle nicht fahren, Luca. Das ist jetzt diesmal berechtigt, das zu sagen. Ja, das ist ja auch so. Ich kann ja auch nicht richtig fahren. Ja, wer auf dem Verkehrsübungsplatz ist, der kann halt noch nicht fahren, sonst wäre er nicht auf dem Übungsplatz. Ja, geradeaus? Geradeaus, fahren wir geradeaus. Okay. Ja. Jetzt sei mal nicht so schisshaft. Ja, tut mir leid. Okay, ich verstehe, es ist dein Auto so. Das ist wieder diese ganz scharfe Kurve, Luca. Schon einlenken, schon lenken, schon lenken. Guck mal, du bist voll jetzt auf dem Gegenverkehr. Ja, ich weiß. Du musst früher einlenken, sonst schaffst du die Kurve nicht. Guck mal, was Thieler machen. Der hat sich jetzt festgefahren. Kommt da nie wieder raus. Nee, wollte ich auch gerade sagen. So, rechts. So, sehr gut, er fährt geradeaus. Jetzt schon langsam nach rechts lenken, aber nicht das Schild mit dem. Ja, das war jetzt ganz spät, Luca. Vor allem kommt hier ein Auto. Völlig zu spät. Wir sind auf dem Seitenstreifen. Ich merke. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen. Mann, ey, das war jetzt eine viel zu schnell. Machen wir gleich nochmal, Luca. Ja, machen wir auch nochmal. So, Luca, das war die Stunde Autofahren, Verkehrsübungsplatz. Und, wie fandest du es? Ich fand's lustig, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, also muss auch sagen, nach ein paar Minuten hattest du es so ein bisschen raus, ne? Ja. Also alles gar klar. Nicht so schwer. Und so ein E-Auto fährt sich total easy. Ja, ja. So also wie auf dem Go-Kart, ne? Auf jeden Fall sehr gut, dass man hier mit Automatik jetzt erstmal angefangen hat. Ja, alles klar. Die Basics kann ich jetzt zumindest. Ja, das waren so ein paar Impressionen vom Verkehrsübungsplatz. Mein Sohn, 16 Jahre, fährt das erste Mal Auto und dann gleich Tesla Model Y. Ich fand's total lustig und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.